So, heute schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir hatten ja schon mal das große Vergnügen, mich zu sehen, als ich mich für die Miss 50 Plus beworben habe. Wie ihr wisst, war das ein sehr trauriger Moment in meinem Leben. Die haben mich nicht genommen, das habe ich gar nicht verstanden. Vielleicht jetzt in meinem neuen Look hätte ich wahrscheinlich mal wieder eine Chance. Allerdings bräuchte ich wahrscheinlich auch eine tragische Lebensgeschichte. Na gut. Wie ihr seht, Hi Rox hier, Hi Rox da. Was will sie machen? Zum einen wollte ich euch meinen neuen Haarschnitt präsentieren. Ja, und dadurch, dass ich ihn gerade entlilert habe, ja, der war nämlich lila, jetzt ist er eher weiß. Also so sehe ich dann aus, wenn ich 80 bin. Also Haarfarbe, ne? Der Rest nicht, der ist dann ganz schrumpelig. Also noch schrumpeliger. Das ist eigentlich der Haarschnitt, den ich auch am liebsten hatte, als ich auch Boxen ein bisschen mehr gemacht habe. Der ist eigentlich super praktisch. Es fehlt natürlich Haar, wenn man eine Mütze auf hat oder eine Kappe. Macht nichts, da ich selbst, wenn ich Haar habe, aussehe wie ein gekochtes Ei mit einer Mütze, ist das nicht schlimm. So. Warum jetzt eigentlich Bewerbungsdings? Genau, weil ich habe jetzt einfach mal, ich trage das jetzt an HYROX, beziehungsweise wahrscheinlich ist es eher die PR-Agentur oder so, heran, dass sie gefälligst auch mal Ambassadors, ja, ah, we are English, aus der Altersklasse 50 plus nehmen sollen, ein bisschen mehr. Ja, die sollen einfach mal Werbung machen. Ich meine, ich mache das ja sowieso ständig und weise darauf hin, was man macht. Ich habe HYROX sogar erklärt in meinem Blog und komme immer wieder darauf zurück, auch auf die Events. Ja, ich meine, wenn nicht ich, wer dann? So, und deshalb dieses Mal meine Bewerbung für HYROX. Das leitet übrigens auch über zu dem, was ich jetzt machen wollte. Eigentlich wollte ich euch jetzt wieder ab und zu an meinem Training teilhaben lassen, weil der große Plan nach monatelanger Krankheit, Verletzungs, wie auch immer, Aussetzungspause, und das waren wirklich inzwischen Monate, also es ist schon ein bisschen bitter, fange ich an. Im November ist HYROX wieder in Hamburg. Ich fürchte, dass Petra sich nicht überzeugen lässt. Ich bin noch nicht ganz sicher. Also vor allen Dingen will ich sie natürlich auch nicht drängen. Solange ihr Knie nicht in Ordnung ist, ist das natürlich nichts. Im Zweifelsfall müsste ich alleine antreten. Oh, gut. Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall wollte ich diesen Plan und diese Idee mit euch zusammen verfolgen. Und deshalb. Ja, nicht deshalb, aber deshalb der Blogbeitrag. Also, das ist geplant. Bewerbung für den Ambassador läuft. Und ja, Training beginnt. Ich habe ehrlich gesagt schon zweimal wieder einen Kurs mitgemacht und seid froh, dass ich euch nicht mitgenommen habe. Ich war das blau angelaufene in der Ecke. Also nach so langer Zeit eben den Kurs durchzuziehen, muss man vielleicht auch realistischer rangehen als ich. Aber wenn da eben andere dabei sind, dann mag man auch nicht aufgeben. Und dann denkt man so, das habe ich doch früher auch geschafft. Ja, früher. Da war auch die, ne, Gesamtkondition deutlich besser. Okay, also realistisch rangehen, die Kamera erst mitnehmen, wenn die Blauphase vorbei ist. Und lustig, das hätte auch jetzt mit meinem Haar so ein bisschen egal. Also, das wird natürlich auch Thema sein. Und ich habe Kleider bestellt. Aber Zalando macht das, was sie immer macht. Es kündigt an und dann machen die einen Rückzieher. Dann warte ich nicht mehr drauf. Dann kommt alles auf einmal. Also mit dem kann man echt nicht planen. Obwohl ich sonst ein großer Fan von Zalando bin und auch wirklich jedes Mal gerne schreien würde. Aber ja, das mit den Blogbeiträgen, die kann man so nicht einsortieren. Macht aber nichts. Ihr und ich werden uns für HYROX vorbereiten. Und toll, jetzt weiß ich auch, woran das Ding pappt. Das haben wir nämlich bekommen. Und ich fand es zwar schön, aber von den Sportsachen fällt es einfach immer runter. In diesem Sinne, bis nächste Woche.